In der Politik gab es einen Machtkampf um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diesen Machtkampf gab es auch, so habe ich gelesen, im NWDR selber. Wie sah der aus? Können Sie den beschreiben? Wer kämpfte mit wem? Warum? Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler, sprich Bundesregierung, hatte natürlich den NWDR total auf dem Kieker. Das von ihm stammt, das ist eine harte Nuss, die wir knacken müssen. Das heißt also, es war ganz klar, öffentlich-rechtlicher Rundfunk und schon gar, wenn er widerspricht dem, was die Bundesregierung sagt, das geht überhaupt nicht. Also an sich gab es Politiker, die das als, am liebsten als eine Art Presse- und Informationsabteilung des Ministeriums organisiert hätten. Dieses Organisieren mit irgendwie gesellschaftlich relevanten Gruppen, das war suspekt. So, innerhalb dieses NWDR kommt genau dieser politische Konflikt insofern zu tragen, als ja doch relativ viel politische Vertreter in den Gremien drin sind. Das heißt, die tragen automatisch ihre politischen Auseinandersetzungen in dieses Medium mit rein und führen diese Stellvertreterkriege dort in den Gremien. Welche Rolle spielten diese Alt-Nazi-Netzwerke im NWDR? Sind die Ihnen begegnet bei Ihren Recherchen? Also es gab aus meiner Sicht keine Nazi-Netzwerke im NWDR, die wirklich mächtig waren, die programmgestalterisch tätig waren. Natürlich gab es einfach über die politischen Parteien Verbindungen. Die Auseinandersetzungen, die Kampagnen, die von durchaus sehr stark rechtsgeprägten Kreisen geführt wurden, waren Angriffe aus der Presse. Die Presse versuchte, also verschiedene Organe, verschiedene Tagespressen, die eben entsprechend von rechten Parteien geführt waren, die versuchten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die versuchten bestimmte Vertreter des NWDR anzugreifen. Und es gibt richtige Verleumdungskampagnen, böse, böswillige Aktionen gegen führende Mitglieder des NWDR. Haben Sie eine Kampagne im Kopf? Wie funktionierte das? Was wurde da gesagt? Was passierte? Also die Stereotypen des Vorwurfs waren typisch. Also wenn man zum Beispiel wusste, dass einer eine jüdische Vergangenheit hatte, dann hatte er eigentlich grundsätzlich immer auch ein Verhältnis mit Frauen. Das ist ein jüdisches, also ein antijüdisches, antisemitisches Stereotyp. Leute, die man nicht einordnen konnte, was die irgendwie in den Jahren des Krieges gemacht haben, weil sie Emigranten waren. Denen warf man vor, dass sie sich bereichert haben, dass sie Wiedergutmachungen sich erschlichen haben, dass sie also sozusagen finanziell korrupt seien. Und wir reden natürlich vom Kalten Krieg. Das heißt, jeder, der nicht irgendwo rechts steht, konnte ja gesehen werden, ob er eigentlich mit dem Osten zusammenarbeitet, mit der DDR, mit der Sowjetunion. Wenn dann gar noch klar wurde, dass man in den 20er, 30er Jahren mal in Moskau war, was immer man auch dort gemacht hat, vielleicht hat man auch nur einen Film gedreht, ja, und dann war man natürlich ein Kommunist, blieb ein Kommunist, und das waren ganz typisch stereotype Vorwürfe. Wie gefährlich waren diese Vorwürfe? Die waren deswegen gefährlich, weil sie natürlich die öffentliche Meinung mitgeprägt haben. Das heißt, sie haben versucht natürlich, die Glaubwürdigkeit des NWDR zu untergraben. Sind da auch Leute richtig dran gescheitert? Also zerstört worden? Ja. Also es gibt ein Beispiel, das ist wirklich ein sehr tragischer Fall. Das ist der Musikchef des NWDR. Er war Jude, er hat wirklich eine KZ-Biografie, er war in mehreren KZs inhaftiert, und dem hat man so übel zugesetzt in den Verleumdungskampagne, dass er aus meiner Sicht an Krankheit, an dieser auch mitverursachten Krankheit durch die entsprechenden Kampagnen bereits 1956 gestorben ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, auch in Ihrem Text, also eine der härtesten Kampagnen war ja diese Termitenkampagne, ne? Also können Sie die mal schildern? Was waren da die Vorwürfe? Wen hat das getroffen? Ich glaube, Grimme selbst. Können Sie diese Kampagne einmal schildern? Also es gab mehrere Kampagnen während dieser NWDR-Geschichte. Eine der offensichtlichsten war eben 1950, 1951. Und es war eben ein Versuch der rechten Presse, diesen ganzen Laden NWDR als von Kommunisten unterwandert, als rote Zelle, als eigentlich von Moskau gesteuertes Unternehmen zu diffamieren.
Und man benutzte dazu natürlich die Biografien führender Persönlichkeiten beim WDR. Und wenn Adolf Grimme eine SPD-Mitgliedschaft und eine irgendwie auch sozialistische Vergangenheit hat, dann war das natürlich, wurde das sofort aufgegriffen. Wie haben die sich gewehrt, wäre jetzt die Frage. Also gegen diese Vorwürfe hatte man sich auf unterschiedlichen Ebenen gewehrt. Natürlich gab es Gegendarstellungen, natürlich gab es Diskussionen im Haus, das heißt also in den Verwaltungsratssitzungen und so weiter wurde das thematisiert. Ich glaube aber weniger, dass man eben versucht hat, dagegen zu halten, im Sinne von jetzt andere Presse zu bemühen, als vielmehr durch sachliche Überzeugungsarbeit, durch quasi das, was man konkret im Rundfunk tut, zu überzeugen. Ich glaube, eines der schönsten Beispiele ist vielleicht die Rundfunkschule, die ursprünglich als Training School gegründet wurde, aber dann eben eine andere Funktion hatte. Das war eine Institution, die versucht hat, der Gesellschaft zu erklären, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, was man mit diesem Instrument leisten kann und die ganz viele Veranstaltungen installiert hat, um verschiedenen Gruppen, Hausfrauen, Sanitätern, Politikern, Lehrern, Autoren, ja, zu zeigen, auch die einzuladen, praktisch mitzuwirken, was dieser Rundfunk ist. Und in dem Fall, einer der Leiter dieser Rundfunkschule war ein solcher Remigrant, das heißt, auch der war im Fadenkreuz, im Visier, und er hat einfach seinen Job gemacht und den hat er eben auch gut gemacht. Er wollte dieses Instrument der Gesellschaft verdeutlichen. Das sind ja Menschen gewesen, die waren gewöhnt, dass sie angelogen werden und dass das alles nicht stimmt, dass das auch Teil der Strategie ist. Und sie sind ja auch, haben ja auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Deutschland lag am Ende in Schutt und Asche. Also es war ja alles, was da erzählt wurde, also alle Illusionen, die da aufgebaut wurden, wurden ja alle nicht eingelöst. Also die waren zutiefst enttäuscht auch von ihrer Regierung. Und jetzt komme ich in dieses Land und muss denen Glauben wieder daran geben, dass da vielleicht auch ein paar Sachen, die da von oben erzählt werden, stimmen. Wie mache ich das? Also gab es da irgendwie, haben die da, also ich habe das Gefühl, gelesen zu haben, dass die auch genau so darüber nachgedacht haben, wie geben wir denen wieder das Gefühl zurück, es wird hier nicht nur gelogen, also es ist auch viel Politik, aber es wird nicht nur gelogen. Also Vertrauen schaffen. Vertrauen schaffen ist etwas, was sie natürlich nicht mit einer Sendung und mit zwei Sendungen schaffen, sondern das ist ein dauerhafter Prozess. Es gibt jetzt auf mehreren Ebenen die Versuche, dieses Vertrauen zu etablieren. Zum Beispiel im Tonfall. Wir reden ja von Radio in diesen frühen Jahren. Das heißt, nicht so laut, nicht so schreiend wie Goebbels und Hitler und NS-Parteigrößen, sondern sachlich. Peter von Sahn galt als die sachlichste, langsame Stimme, die etwas erklärt, erklären auch. Also nicht einfach nur erzählen, sondern erklären, Zusammenhänge erklären. Das schafft Vertrauen. Warum Realität so ist, erklären, wie dieser Zustand kam, erklären von verschiedenen Perspektiven, Experten einladen, einen von der Wirtschaft, einen Politiker, einen lokalen Menschen, einen Polizisten einladen, um zu erklären, wie diese Realität beschaffen ist. Das schaffte Vertrauen. Das funktionierte ziemlich gut und ziemlich schnell. Der NWDR hatte also wirklich hohe Vertrauenswerte und er galt als absolut seriöse Informationsquelle mit seinen Informationsprogrammen in eben der Nachkriegszeit. Muss man sich das so vorstellen, die Härte der Auseinandersetzung wie heute oder wie sich das heute teilweise abspielt? Oder muss man sagen, das war viel härter? Und das kann man überhaupt nicht mit dem vergleichen, was wir heute erleben, weil zum Beispiel Leute persönlich immer bis ins Persönliche reinging, weil es auch Leute zerbrochen wurden. Wenn Sie einmal plastisch schildern könnten, wie hart war eigentlich diese, also für mich, also als Zuschauer heute, wie muss ich mir das vorstellen, wie hart war so eine Auseinandersetzung? Also diese Auseinandersetzungen in der Nachkriegszeit waren hart. Die waren hart, die waren persönlich, die waren verletzend, die waren nachhaltig. Das heißt, es wurde mit allen Mitteln gefochten. Und es war in keinster Weise irgendwie eine friedvolle Entwicklung, sondern diese Gesellschaft rang enorm um ihr Selbstverständnis. Und sehr viele verschiedene Kräfte versuchten eben auch, sich durchzusetzen. Und da wurde mit harten Bandagen gekämpft. Kann man sagen, das war eine Schlacht um Deutschland, oder?
Das war eine Schlacht um Deutungshoheit. Das heißt, es gab einfach Gruppierungen, die natürlich, ob sie das materiell begreifen wollen oder eben um Einfluss, aber natürlich auch um Ziele. Also wer setzt sich durch, wie dieses Staatswesen, wie dieses Rundfunkwesen aussehen soll? Und da wurde darum gerungen. In einer Zeit, die an sich totale andere Sorgen auch noch hatte. Wann war diese Zeit vorbei? Also wann hatte sich das entschieden? Man würde ja heute jetzt aus 68er Sicht würde man, also ein 68er würde sagen, zum Schlechten entschieden. Also wann hat sich's entschieden und wer hat sich eigentlich durchgesetzt, also jetzt im NWDR? Wer hat gewonnen am Ende und wann war das? Die Schlacht ging immer weiter. Es gab nicht eine Schlacht, die das beendet hat. Und eine der Erkenntnisse ist ja auch, dass es 68 nicht gibt ohne Vorläufer. Und das heißt, die Entwicklung der späten 50er Jahre, speziell der frühen 60er Jahre, denken Sie an Panorama und den Spiegel, die Spiegel-Affäre, Panorama unterstützt Spiegel, die permanenten Streitigkeiten um jede Panorama-Sendung, sind eben auch Teil dieses gesellschaftlichen Prozesses der Demokratisierung, der Selbstverständigung, wie man eigentlich Politik und Medien, wie man da miteinander umgeht. Insofern hat diese Schlacht hat nie aufgehört, die wird immer gefochten.